Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, nach dem Multiversumsfolge, die gestrige Folge, vorgestern, ist ja jetzt ein Zweitagesrhythmus, was für mich gerade war. Ja, hoffentlich jetzt mal ein bisschen leichtere Kost für mein Gehirn, weil das war schon ein bisschen verwirrend. Wo ist denn Sarah? Wo wartet sie denn? Sarah? Ist bestimmt wieder auf dem Schiff. Gehe ich mal von aus. Wir können auch so darüber. Autsch. Jo, was habe ich? Ausgelenktes Gelenk. Guck mal, fängt sehr gut an. So, aber wir haben begeblich nach Masada Offenbarung. Kraft aus dem Jenseits, sprich mit Wladimir, um Tempel zu finden. Und analysiere Indum Fide. Das ist nur eine Analyse-Quest. Okay, also keine richtige Hauptquest. Dann würde ich Kraft aus dem Jenseits, sprich mit Wladimir, um Tempel zu finden. Würde ich das machen wollen. Denn das war jetzt sehr interessant. Ich hoffe, wir sind auch im richtigen Universum geblieben. Fände ich schon interessant, wie das dann wäre. Da, da müssen wir hin. Autsch. Ausgerenktes Gelenk hat sich verschlimmert. Perfekt. Ah, wir sind überladen, okay. Okay, bei Kämpfen kommt noch Musik, aber sonst so nicht mehr, okay. Auch interessant. Ich hoffe aber, Sarah ist da. So, dann kann ich auch eben so alles in den Frachtraum packen, was ich jetzt nicht brauche. Aus dem Inventar, den brauche ich ja nicht mehr, obwohl die eigentlich schon gut war. So, Anzüge, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das kann nicht mehr gelagert werden. Was? Ich muss verkaufen gehen. Wenn Lager voll ist, muss ich verkaufen gehen. Oder ich brauche ein Schiff mit mehr Lager. So, ich hoffe, Sarah ist da. Ah, okay, Sarah ist hier irgendwo. Wo ist sie denn? Also, und wir können Artefakte hinzufügen. Amila, genau. So hieß das Ding. Das Amila ist mit dem Grafantrieb dieses Schiffs verbunden. Ist es im Grafantrieb? Da, Sarah. Wenn du reden willst, kannst du mir alles sagen. Hast du was Gutes für mich? Willst du was geschenkt haben? Antimikrobiotikum. Danke. Oh, sind wir schon fertig? Ja, würde ich mal sagen. Okay, wir wollen weiter. Und abheben. Wir wollen ja wiedersehen. Wir wollen mit Laden. Ist unglaublich. Wir sind im Orbit. So, Alpha Centauri.
Genau, zum Auge. Da wollen wir hin. Plato soll uns noch mehr Tempel zeigen. Der Antrieb fährt runter. Urteil war hier Sprung. Du befindest dich im UC-Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Ich habe jetzt aber nicht vor zu landen. Ich will einfach nur zum Auge. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. So, ein bisschen näher ran. Auf 500 Meter. Das Auge ist schon ein cooles Raumschiff, muss man sagen. Oder das ist eher ein Satellit. Schön angedockt, Captain. Ich war schon ewig nicht mehr auf dem Auge. Hoffentlich ist Wladimir gut drauf. Ja, reden wir mit ihm. Der muss doch bestimmt noch was haben. Hey, Wladimir. Wie geht's? Ja, ich muss heute noch einen Satz pumpen. Bin faul geworden. Meine Schulter ist steif. Ja, Wladimir, ich wollte reden. Hör auf zu lesen. Hab's nie bereut, aus dem Ruhestand gekommen zu sein. Die Constellation hält mich durch Rechtschaffenheit jung. Ich habe übrigens Planetendaten für dich. Du hast meine Ohren gespitzt. Bannock und Bonner. Was sagst du zu Allheit? Komm wieder auf eine Sache. Die beiden Sternblüter sind Leute, die du kennst. Nur sind sie nicht die Leute, die du kennst. Sagen und machen, was die Leute, die du kennst, nie würden. Kein gutes Omen für alle, die in die Allheit treten. Oder hindurch, oder wie immer. Mal überlegt, was sie mit dir machen könnte? Nichts wird je verändern, wer ich bin. Vielleicht ist das eine Chance, neu anzufangen, jemand anderes zu sein. Das ist im Moment, glaube ich, unser geringstes Problem. Nichts wird je verändern, wer ich bin. Die Erfahrung formt die Person ebenso wie andersherum. Und die Allheit klingt nach einer Erfahrung von endloser Tiefe, nie zu ergründen. Glaube nicht, dass die Hand des Schicksals deinem Willen folgt. Ich hatte gehofft, du kannst mir noch ein Artefakt haben. Hab einen gefunden. So einfach wie eine Nadel im Heuhaufen. Werd nur nicht so aufgeblasen. Gibt genug Egos in der Constellation. erwirbt die Kraft auf Indum 4D. Ich hoffe, der kann mir noch mehr zeigen. Das ist jetzt nur ein. So mehr. Ich würde schon eigentlich gerne alle finden wollen. Wir sind getrennt. Hauen wir ab. Ja, alles klar. Indum 4D ist da hinten. Hi. Aber Indum waren wir doch schon. Oder nicht? Sieh an, sieh an. Davon kriege ich nie genug. So, Scanner-Anomalie, da haben wir's. Da wollen wir landen. Da will ich jetzt suchen. Und dann ist wirklich die Frage, wie geht's mit der Haupt? Beginne Landezyklus. Und was hat das jetzt mehr? Also. Hey! Also bisher weiß ich jetzt, es hat mit Multiversen zu tun. Und es gibt mir auch, glaube ich, so ein bisschen so zu verstehen, als wäre, also würden wir komplett danach von neu anfangen. Ich glaube, ich sehe schon wohin.
Planetenzustand, extreme solare Strahlung. Okay, Karte aktualisiert, Folge der, ja, erwirbt die Kraft von Indom 4D. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Weil hier ist jetzt Schwerkraft, okay, nur bei 0,51. Dann suchen wir mal einen Weg drumherum. Sarah, du kommst mit, ne? Oder komme ich so hoch? Nope. Oder, warte. Ja, wir glitschen hier ein bisschen. Ja, ich will springen. Lass mich springen. Ich war schon öfter auf Welten mit so niedrigen Temperaturen und es war nie ein angenehmes Erlebnis. Ich glaube, wir müssen irgendwie andersrum. Oder? Hier könnten wir hoch. Das war jetzt ein beschissener Weg hoch. Wir hätten auch da irgendwie hochgehen können. Okay. Tempeltäter. Peter wieder. Und da öffnet sich's wieder. Sarah, da ist sie. Hier ist Schwerkraft gleich 0. Weg, Sarah, ich muss da hin. Ja, 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 gleich. Da. Okay, das war das Falsche. Da muss ich hin. Noch ein Skript, Level 41 jetzt. Ich sehe da schon jemanden. So, Mission aktualisiert. Analysiere. Sprich mit Wladimir, um einen Tempel zu finden. Machen wir. So. Was ist jetzt neu? Wir haben hier eigentlich noch 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 Tempel, würde ich mal behaupten, die wir suchen müssen. Ah ja, und noch ein Skillpunkt. So, schnelles Nachladen würde ich mal anfangen. Und es fängt ein Sandsturm an. Warte mal, wo ist unser Schiff da? Da will ich dann mal runter. Warte mal, welche Kraft habe ich eigentlich aktuell ausgesucht? Das ist die reaktiver Schild. Erzeuge ein Schild aus reinem kosmischem Licht, der gegnerische Projektile schwächen und sogar zurückwerfen kann. Pendelt das Zeitgefüge, um einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu sehen, welchen Weg jemand gehen wird und was er sagen könnte. Erfülle deine Gegner mit der Stille des Universums, damit sie vorübergehend ihre Waffen niederlegen. Setze einen Stoß an Schwerkraft frei, der stark genug ist, um fast alles und jeden wegzukatapultieren. Manipuliere die Schwerkraft, um dich nach vorne zu katapultieren und für kurze Zeit mehr Schaden zu verursachen. Reinster Sauerstoff bahnt sich seinen Weg, um tiefe Atemzüge zu ermöglichen und schädliches Kohlenstoffdioxid zu verdrängen. Erzeuge in einem begrenzten Bereich ein Feld mit sehr niedriger Schwerkraft und werde Zeuge der wahren Kraft des Planeten. Alien-Wiederbelebung. Einer gefallenen Alien-Kreatur wird neues Leben, das Geschenk des Kosmos, eingehaucht, auf das sie in Dankbarkeit dienen möge. Werde zum Anziehungspunkt für die Elemente um dich herum. Nutze die Kraft der Sonne und entfessle eine gelenkte Energiekugel aus glühend heißem Plasma. Erleben Spürenstelle eine Verbindung zu... Warte, das will ich jetzt aber mal ausprobieren, was ich jetzt habe. Das finde ich cool gerade, okay. Das finde ich jetzt wirklich cool, diese Energie. So, aber dann reden wir nochmal mit Vlad und holen uns das nächste. Ich hätte schon Bock, jetzt nochmal ein paar zu sammeln. Wir heben ab. Sind im Orbit. Was jetzt? Ja, wir wollen jetzt zu Vlad. So, da. Komm. Ich glaube, Schild brauchen wir gerade wenig. Ich glaube, Schild und Waffen brauchen wir gerade gar nicht. Mal sehen, was es zu sehen gibt. Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Ja, macht ihr ruhig. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. So, 1, 2, 3. Und so. Das Auge, da wollen wir hin. Also nach New Atlantis wollte ich jetzt erstmal nicht. Ja, knallen wir erstmal gegen das Auge. So, Vlad. Du hast doch sicherlich noch ein paar
Tempel für uns. Gut. Ab in die Luftschleuse und an Bord. Vlad! Vlad, wo bist du? Da. Hm? Sorry. Hab die Strichliste im Kopf abgehakt. Lagerbestände der Stadt. Au! Das Auge zeigt Anzeichen von noch so einer großen Anomalie. Hier, drück das Glück. Erwirbt die Kraft auf Eridani 3b. Okay. Holen wir uns auch noch die Kraft. Dann mal gucken, was da als nächstes dann kommt. Genau, die Richtung. Oder? Ach ne, ich muss hier noch. Okay. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt von meinem eigenen Schiff. Jeder Sam, Tag, den man überlebt, ist in meinen Augen. Aus dem Weg, Erfolg. Sam! Sam! Weg da! Was kann ich für dich tun? Alter! Was ging da gerade ab? Ich steck dich da einfach erstmal fest. So, okay. So, abdocken. Holen wir uns den nächsten. Kopplung aufgehoben. Achso. Machen wir so. Souverän. Was sagst du jetzt, Dad? Was? Du hast dich mit der Fleet angelegt. Wo? Wo ist die Crimson Fleet? Ah, da. Nächste. Oh, warum das müssen die denn jetzt? Hat keine Schiffe mehr. Schiff ist ausgefallen. Die entkommen uns nicht. Da ist die Nervensäge. Feindlicher Antrieb. Ihre Schiffe sind offline. Volltreffer. Antrieb. Schiffsteile. Die sind wichtiger. Da haben wir das nächste. Nehmen wir mal alles mit. Also, dat, wir nehmen das mit, was geht. So, wenn die Schiffsteile. Okay, da hinten hat er aber noch was. Okay, das wird noch ein weiter Weg dahin. Crimson Fleet Reaper. Also okay, nur adaptiven Rahmen. Eridani 4. Ne, VII, das. Eridani 7. Musste ich aber nicht nach Eridani 3? Da. Eridani 7C. Okay, das ist
Das ist schon das Richtige hier. So, Scanner-Anomalie, da wollen wir landen. Landeanflug, alles im grünen Bereich. Und verlassen. Suchen hier wir mal. Hier würde ich definitiv keinen Außenposten errichten. Warum nicht? Ah, okay, weil extrem. Okay, hier ist extrem. Ich glaube, ich sehe schon wohin. Oder auch nicht. Okay, eher doch in die Richtung. Irgendwo. Da geht die Verzerrung los. Vor allem, wir kommen hier auch einfach mal nachts an. Hier ist auch extrem kalt. Okay. Das ergibt Sinn. Bei extremer Kälte? Ich glaube, das ist es. Da haben wir es. Ist das eigentlich so auch auf der Erde gewesen mit den Gasen, dass die so aus so kleinen Kratern rauskommen? Oder so Schloten eher gesagt. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht von da unten irgendwie da hinkommen, oder? Tempel Lambda. Ist dieser Tempel Jahrtausende alt? Ja, Millionen? Ich hatte erstmal geglaubt gehabt, dass das hier vielleicht irgendwie Bäume waren oder so, die abgestorben sind. Das sieht ja richtig, eigentlich richtig ekelhaft aus. Auch von der Textur. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rein? Ich glaube, dahinter. So, Tempel Lambda öffnen. Lambda. Wo geht's los? Da. Da geht's los. Da fängt's an. Hier ist der nächste. Und dann hier vorne. Andere.
aus dem Weg, Sarah. So, hier. Irgendwie jedes Mal verdienen wir 260 Erfahrungspunkte, wenn wir hier sind. Also an so einem Tempel. Aber komm, wir können auch. Er wirkt die Kraft auf Eridani 3b. Warte mal, welche Kraft haben wir jetzt erworben? Den hier. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, okay. Boah, wollen wir jetzt eben alle einsammeln, die wir finden? Ich hätte schon Bock drauf, jetzt einfach mal alle. Denn von der Hauptstory sind wir ja schon kurz vorm Ende und dann haben wir dann alle. Also alle Kräfte, alle Tempel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle Artefakte haben. So. Wie, was sagt der Status meiner Gesundheit hier jetzt gerade? Extreme Umgebungskälte. Achtung, Anzugsschutz aufgebraucht. Oh, Neuroam. Neuroboost Typ 2 plus 10% einschüchtern. Bevorstehendes Wetter. Achtung, gefährliche Witterungsverhältnisse ziehen auf. Sofort Schutz suchen. Ausgerenktes Gelenk. Akut. Prognose schlecht. Schwäche, verringerte Tragekapazität. Unausgeglichen. Nahkampfschaden und Präzision im Fernkampf sind reduziert. Boah, ich fände es mega, wenn sowas auch in Elder Scrolls 6 hier eingeführt wird. Dass man sich nicht nur Krankheiten einfängt, sondern auch hier Knochenbrüche, Verstauchungen und so weiter. So, heben wir ab. Auf zu den Sternen. Das Spiel gerade so viel. Wir sind im Orbit. Ich bin süchtig danach. Okay, Eridani, der nächste Eridani-Planet. Da müssen wir hin. Okay, bis jetzt noch nicht angegriffen. Eridani 5. Und Eridani 3. Irgendwas ist gekommen. Irgendwas kommt hier. Kriegt ihr das mit oder irgendwie so ein Flimmern? Oder hat das was mit der Sonne zu tun? War so ein Flimmern.
Also so vom Spiel selber jetzt. Iridani 3. Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Na, ich bin Wissenschaftlerin und könnte Hilfe gebrauchen. Ups. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Natürlich. Jetzt geht's schon los. Kriegen wir den hin? Umdrehen, drehen. Hey, ich habe ein Gedicht geschrieben. Das nennt sich Haiku. So, 240. Jetzt der nächste. Es heißt All. Das All ist sehr kalt. Raumschiffe wie Kometen. Sie bringen uns heim. Nicht schlecht. Schreibst du es mir auf, damit ich es immer bei mir habe? Ich mache auch eine Kopie. Du verlierst ja immer alles. Wie konntest du nur das Bild von Kometen fressen, wenn Kaninchen Mümmler verlieren? Jetzt den da noch. Ja. Alter, ich will dessen Raumschiff haben. Okay, die Sternblüter gehen mir auch ein bisschen auf den Sack. Scanner-Anomalie, landen wir da. Aber ich will das ein Raumschiff haben. Also ich will da, wir waren jetzt in einem... Alles zur Landung bereit. So, verlassen. Oh. Hier ist, ich weiß gar nicht mehr, auf wie vielen dieser unbewohnbaren Welten ich schon gewesen bin. So, Scanner-Anomalie entdeckt. Hier schneit es auf jeden Fall. In welche Richtung muss ich denn? Da. Da scheint es stärker zu werden. Warte, was für eine Temperatur? Temperatur ist 4 Grad. Ist das so eine Art, da müssen wir hin. Ist das so eine Art Ascheregen oder sowas? Ist das nur. Oder was? Was ist das? Also hier würde ich ungern leben wollen. Karte aktualisiert. Hier wirkt die Kraft aus auf Eridani 3B. Tempel Omikron. Aber warum haben die Sternblüter hier irgendwelche Tempel errichtet? Die aber auch so antik aussehen, sag ich jetzt mal. Und wer war der erste Sternhüter? Der Pilger? Der Pilger jetzt hier irgendwie der erste von denen war?
weiter. Okay, das war jetzt zu spät wahrscheinlich für den. Das ist der nächste. Oder auch doch nicht. Aber da. Ich sehe da bei der Animation. Diese Ruinen haben dem Zahn der Zeit getrotzt. Wo sind wir jetzt hier? Leere Form? Hüter Omikron? Analysiere Indum 4D im System Indum. Hüter Omikron. Okay, wir sind auf dem Vorplatz statt oben drauf dieses Mal gelandet. Also rausteleportiert worden. So, welche Kraft haben wir jetzt neu? Den da. So, leere Form. Nutze die absolute Dunkelheit des Weltalls und werde für alle in deiner Nähe nahezu unsichtbar. Unentdeckter Tempel 3. Aber das, dieses eine Regenzeug hat aufgehört. Hier gibt es nur Ressourcen, 8 Stück insgesamt. Kommt. Natürlich die Sternblüter. Wer denn auch sonst? Was wollen die da hinten? Warte mal, kann ich jetzt, bin ich in der Lage jetzt dessen Raumschiffe zu stehlen, zu kapern? Ich würde gerne mal schauen, ob das möglich ist. Wir hatten jetzt einmal die Möglichkeit gehabt, in einem reinzugehen. Warum guckt er wieder nach links? In welche Richtung war der jetzt? Gehen wir mal dahin. Ja, wieder guckt er nach links. Das stört mich echt, dass der immer nach links gucken will. Ist das bei anderen auch so, dass der immer wieder nach links guckt? Kann er nicht einfach mal zur Abwechslung mal in die Richtung gucken? Das ist immer irgendwie so, der will immer nur nach links schauen.
Auch wenn nichts links ist. Der guckt immer da hin. Hier kommt noch irgendwas. Oder? Oder auch nicht. Ich hoffe, ich kann das klauen. Sind ein bisschen viele. Es sind doch schon ein bisschen viele. Das waren 4 Stück von denen. Die sind ja auch immer ein bisschen stärker. Schiffslandepunkt entdeckt. Perfekt. Guardian 2 unzugänglich. Schade. Gut, dann. Dann ist es halt so. Dann können wir das halt leider noch nicht klauen oder so. Ich will aber so einen gerne klauen. Alle Schubdüsen aktiv. Prognose verbessert, ausgelenktes Gelenk. Okay. Indom. Nee, die Quest wollten wir nicht. Die wollte ich jetzt nicht. Dann machen wir das hier. Hinter den Kulissen. Ich glaube, ich habe eine passende Person gefunden. Ich sollte mir ihr sprechen und versuchen, sie zu überzeugen, der Liz beizutreten. Weiß ich nicht. Masada. Gehen wir dahin. Oh! Level 75? Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen skillen dann. Dann müssen wir vielleicht so was machen. Analysiere einen Bewohner, einen bewohnbaren Planeten. Psychologik. Gibt Samut die psychologische Beurteilung. Das ist alles auf dem Mars, glaube ich. Beweislast. Bringe die Beweise zu Lieutenant Toft. Vanguard sichere Himmel. Schalte aggressive Schiffe um Kirby aus. Komm, machen wir dann das hier mal. Auf Alpha Centauri wieder. Schön, dich zu sehen. Okay. Mit denen auch schon lange nichts mehr zu tun gehabt. Feind kann nicht springen. So, nächster Schritt. Ihr Kampfantrieb ist tot. Da haben wir den nächsten. Ihr Sprungsystem ist offline. Die Schilder hast du sowieso nicht gebaut, oder? Credits. Schiffsteile. Da haben wir das nächste. So, Halbmetall Wafer? Nee.
Wie sieht das da an? Hallo. Achso, das ist... Okay, dann das da. Okay, also, Was gibt es? Hier ist nur Aluminium. Ja gut, Beweis, das kriegen wir nicht. Sprengzone. Sprich mit Mr. Tate. Fischige Geschäfte. Präventiv. Eliminiere das Ziel auf Maheo 4. Können wir auch machen. So, Maheo 4. Warte mal. Erstmal gucken, Maheo 4. Welche Stufe? Maheo ist... Hä? Also, Maheo ist, okay, Stufe 1, Level 1. Ist also auch nicht schwer. Davon kriege ich nie genug. Okay, Freestar. Hier, verlassene Relaisstation. So, wähl das Ziel da hinten. Ach komm. Das will ich jetzt gerade gar nicht funzen. So, da will ich hin. Verlassen Relaisstation im Kampf. Ich bin im Kampf oder wie? Oder sind die im Kampf? Habe ich jetzt nicht gerafft, was da los war. Nicht verstanden. Starte Landevorgang. Diese Welt hat bessere Tage gesehen. Ob es hier schon immer so aussah? Finden wir heraus. Irgendwann. Keine Ahnung, ob im Let's Play oder in einem privaten Durchlauf, aber finden wir bestimmt noch raus. So, ich gehe wieder auf meine Lieblingswaffe. Ich würde die gerne schwarz färben, die Pistole. Da haben wir ihn. Kann ich hier leider nicht durchschießen, ne? Oh, Ekliptik. Alles klar. Sind hier auch draußen welche von denen? Da, da öffne ich. So, Sarah, kommst du rein? Feind geortet! Feind im Visier! Das gibt Tote! Sarah, wie kommst du denn da jetzt bitte rein?
Wie bist du jetzt reingekommen? Einzig Spacefuck an mir, danke, aber sei lieber nehmen. Gründlich. So. Ziel im Visier. Jo, das wird mit dem ein bisschen übel. Ja, seh nicht mehr richtig! Das nehmen wir mit. So. Das finde ich super. Und hier gibt es irgendwo noch zwei. Ne, drei. AMP Medipack. Wahrscheinlich da drin. Oder unten. Ne, das führt wahrscheinlich nach draußen. Dann unten sind die wahrscheinlich. Oder die sind wirklich draußen. Ortet ihn! Die sind wirklich draußen. Anders kann ich mit. Ne, warte, die können. Die können auch da drin sein. So, okay. Wie knacken wir das jetzt? Das könnte hier passen. Ich versuche mal erstmal damit. Der passt hier rein, definitiv. So. Der passt hier auch immer noch. Perfekt. So, der passt hier. So, das heißt, ich brauche noch einen mit 3. Das wird der. So, das heißt... den hier und den hier. Sauber. Was ist das? Brauche Deckung. Jetzt! So. Muni. Da brauchen wir nicht. Die Quetsticks, die nehmen wir mit. Feuer frei! Gesichert! Wer hat hier wo geschossen? Die sind wirklich draußen. Ich gehe draußen gucken. So, da. Zurück zur Basis! Welche Basis? So, deine Muni will ich auch noch haben und deine Credits. Die Spielchen. Da. Geh zum Kampf. Zerfetzen Kautschon? Nee, danke. Zwar legendär, aber wir kriegen jetzt mittlerweile so viel legendären Scheiß. Brauchen wir auch nicht. So, wo haben wir geparkt? Da haben wir geparkt. Dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.